Herzlich willkommen zum dritten Video zu den Ergebnissen des GroProf-Projektes. Nach einem Blick auf die Tätigkeiten in den Einrichtungen beruflicher Weiterbildung sehen wir uns in diesem Video genauer an, wie die Tätigkeiten in der beruflichen Weiterbildung durch das Personal, die Weiterbildungseinrichtung und durch das gesellschaftliche Umfeld geprägt sind. Zunächst zum Personal. Dieses unterscheidet sich zuerst einmal in seiner Bildungs- und Berufsbiografie sowie in seiner Perspektive auf die eigene Tätigkeit. In der Bildungs- und Berufsbiografie zeigt sich häufig, dass das Personal eine hohe interdisziplinäre Expertise aufweist. Die Erwachsenenbildung und Weiterbildung stellt dabei eine Fachexpertise neben anderen dar. Bei vielen, aber nicht allen Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung stellt die inhaltliche Fachexpertise, also das Wissen und Können der zu vermittelnden Fächer, eine zentrale Qualifikation dar. Darüber hinaus werden Leitungs- und Verwaltungserfahrungen als wichtig für die eigene Tätigkeit verstanden. Es fällt außerdem auf, dass der Zugang des Personals zu den Einrichtungen in vielen Fällen durch Zufall geprägt ist. Zum Beispiel haben die Personen zuvor selbst an einer Weiterbildung in der Einrichtung teilgenommen oder in anderen Bereichen der Einrichtung gearbeitet. Viele Mitarbeitende in der beruflichen Weiterbildung verstehen ihr Tätigkeitsfeld nicht als ihr originales Berufsfeld, sondern vielmehr als ein neues Tätigkeitsfeld, in das es sich individuell einzuarbeiten gilt. Und somit bin ich in die Falleinrichtung gekommen, habe mich dann da ein bisschen hochgerappelt und habe dann immer mehr Aufgaben übernommen. Bin also wirklich so in die Falleinrichtungsarbeit und auch so in die Weiterbildung wirklich peu à peu hineingewachsen. Des Weiteren wird die eigene Tätigkeit als höchst vielfältig und als höchst anspruchsvoll wahrgenommen. Lehrexpertise in der beruflichen Weiterbildung wird von den Interviewten als die anspruchsvollste Lehr- und Bildungsaufgabe bezeichnet. Dass ein normaler Lehrer sich nicht an die Falleinrichtung traut, muss zusammenhängen damit, dass die Erwachsenenbildung, sie stellt hohe Ansprüche an die geistige und körperliche Präsenz des Dozenten. Sie können sich nicht mit, das nehmen wir erst übermorgen durch, warte mal, das wird spannend, das erzähle ich euch dann mal, nee, das geht nicht. Das meinte ich mit der geistigen Präsenz, auch der stofflichen, der fachlichen, die man da hat. Aber auch den Anspruch, bitteschön, belüge uns nicht. Das heißt also auch, dass man Vertrauensbasis schafft, dass man sich darauf verlassen kann. Integrität. Und das halte ich für sehr wichtig. Dabei spielt auch das eigene Zutrauen in der anspruchsvollen Tätigkeit eine große Rolle. Viele Interviewpartner und Interviewpartnerinnen sehen sich als Personen, die Freude an der Arbeit mit Menschen haben und die höchst strukturierend und strukturiert für das heterogene Tätigkeitsfeld arbeiten. Zur Weiterbildungsorganisation. Wie professionell das Personal in Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung arbeiten kann, hängt auch maßgeblich von den Strukturen und Gegebenheiten der Organisation ab. Die Organisation bildet den Rahmen, der die Tätigkeiten des Personals in der beruflichen Weiterbildung prägt. Neben der Organisationsstruktur hat auch die Netzwerkarbeit der Einrichtung einen wichtigen Einfluss auf die Professionalität. Dazu zählen die verschiedenen Vernetzungspartner, die Vernetzungsformen, aber auch die Einbindung in verschiedene Dachorganisationen. Wie gut eine Einrichtung vernetzt ist, prägt sowohl ihre Angebotsstruktur als auch ihre Organisationsstrategie. In den GroProf-Interviews zeigt sich, wie diese die Tätigkeiten und das Handeln des Personals in der beruflichen Weiterbildung prägen. Sind, wie Sie sagen, unterschiedliche Herangehensweisen. Zum Teil vergibt das Jobcenter Aufträge, wo man sich bewirbt mit Konzept und Angebotspreis. Zum Teil ist es aber auch so, dass wir ins Jobcenter herantreten und sagen, wir haben diese oder die andere Idee. Habt ihr Finanzierung oder ist eine Finanzierung zum Beispiel über den Europäischen Sozialfonds möglich? Wir sind in sehr engem Austausch mit dem Jobcenter, also auch mit der Agentur für Arbeit. Aber auch mit den anderen, sage ich mal, die wichtigen Institutionen in der Region, Branchenverbände, Kammern etc. Das Weiterbildungsverständnis der Einrichtungen ist beeinflusst durch Funktionen, die weit über den Bildungsauftrag hinausgehen. So sehen einige Einrichtungen ihren Auftrag in einer beruflichen Sozialisationsfunktion, wie beispielsweise der Entwicklung und der Vermittlung eines bestimmten Berufes durch Fachfortbildungen. Auch nehmen die Einrichtungen eine gesellschaftliche Integrationsfunktion wahr, wenn sie beispielsweise die Arbeitsintegration für erwerbslose Zielgruppen begleiten. Berufliche Weiterbildung hat in keinem der Fälle nur eine allgemeinbildende Funktion. Der Bildungsauftrag der Einrichtungen beinhaltet immer auch Formen der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe. Wie wir sehen konnten, agiert das Personal in der beruflichen Weiterbildung also immer in unterschiedlich geprägten Organisationsstrukturen. Für die Professionalisierung des Personals in der beruflichen Weiterbildung gilt es daher, die Entwicklung von Organisationsstrukturen und Personal stets miteinander abzustimmen.
Als letztes zur Ebene des gesellschaftlichen Rahmens. Neben dem Personal und den Organisationsstrukturen nimmt auch das gesellschaftliche Umfeld Einfluss auf die Professionalitätsentwicklung in der beruflichen Weiterbildung. Dazu zählen politische Entwicklungen wie beispielsweise Arbeitsmarkt, Migrations- und Bildungspolitik. In den GroProf-Daten zeigt sich, dass die Migrationspolitik der Bundesregierung bei vielen Anbietern der beruflichen Weiterbildung einen massiven Einfluss auf die Angebotsstrukturen und das Personalmanagement hatte. Auch wenn das Angebot Deutsch als Fremdsprache ursprünglich nicht in das Angebotsspektrum einzelner Anbieter zählte, so entwickelten sich bei einigen Einrichtungen ad hoc ganz neue Abteilungen und Programme für die Koordination von Integrationskursen. Hierzu berichtete ein Weiterbildner. Ja, also ich bin für den Programmbereich Sprachen zuständig. Und dieser Programmbereich Sprachen, also Fremdsprachen, hat sich innerhalb der letzten Jahre ja sehr gewandelt, weil der Bereich Deutsch als Fremdsprache sehr zugenommen hat. Und Deutsch als Fremdsprache haben wir schon immer organisiert. Aber der ist einfach jetzt so gewachsen und schwappt auch langsam über in den Bereich berufliche Bildung. Solche Entwicklungen haben nicht nur Auswirkungen auf die Einrichtung als Gesamtes, sondern ziehen auch Folgen für die Professionalisierung des Personals mit sich. Ebenso Einfluss nehmen gesellschaftliche Trends wie die Digitalisierung der Lebenswelt von Teilnehmenden, aber auch fachbezogene oder fachübergreifende Weiterbildungstrends. In allen Einrichtungen zeigt sich, dass die unmittelbare Umwelt der Organisation einen massiven Einfluss auf die gesamte Organisationsstruktur, das Angebotsspektrum, die Organisationsstrategien und ihre Netzwerkarbeit hat. Abschließend zu den Interdependenzen. Nun wird aus den Beispielen bereits deutlich, dass wir die beschriebenen Ebenen nicht voneinander getrennt betrachten können. In den GroProf-Daten zeigt sich durchgehend, dass Personal, Weiterbildungsorganisation und gesellschaftliches Umfeld in der beruflichen Weiterbildung in spezifischen Wechselverhältnissen, sogenannten Interdependenzen, zueinander stehen. Es ist naheliegend anzunehmen, dass es sogenannte Top-Down-Einflüsse auf diese Interdependenzen gibt. Diese zeigen sich auch deutlich, zum Beispiel im Einfluss bildungspolitischer Entscheidungen oder Weiterbildungstrends auf Einrichtungen. Interdependenzen in der beruflichen Weiterbildung werden daneben aber auch von Bottom-up-Einflüssen mitgeprägt. Diese kommen sozusagen direkt von der Weiterbildungsbasis, also dem Weiterbildungspersonal. Darauf deutet unter anderem der große Gestaltungsspielraum hin, den viele Interviewpartner ihrem Tätigkeitsfeld beimessen. Hier zeigen sich vielfältige Entwicklungen, im Zuge derer neue Angebote und Angebotsbereiche entwickelt werden. Die Organisation bietet hier den Rahmen, um diese Entwicklungen nicht nur als Einzelperson, sondern auf Einrichtungsebene voranzutreiben. Solche Bottom-up-Einflüsse schließen auch die Beratung und die Einflussnahme der Einrichtung auf öffentliche Ausschreibungen im Weiterbildungsbereich mit ein. Basierend auf der Weiterbildungsexpertise und der Kenntnis der Teilnehmendenbedarfe können Ausschreibungen so Teilnehmenden gerecht erfolgen. Und ausgehend von diesem Angebot habe ich dann auch individualisierte Angebote für den Kostenträger entwickelt. Immer wieder merkt man, dass wir Leistungen haben, oder da muss man sagen, das sind dann wir, die das merken. Den Kostenträgern fällt das zum Teil gar nicht auf, dass es Leistungen gibt, wo ihre Teilnehmer nicht mehr dazu passen. Dieses Zitat verdeutlicht, dass das Personal den Bedarfen der Teilnehmenden am nächsten ist. Das Weiterbildungspersonal entwickelt Konzepte, die es erfolgreich nach außen hin weitergibt. So wird ein Einfluss von innen heraus nach außen ausgeübt. Professionalisierung in der beruflichen Weiterbildung wäre also zu kurz gedacht, wenn der Fokus nur auf die Auswahl und Entwicklung des Personals gelegt wird. Ebenso sind dafür die Rahmenbedingungen in der Organisation und im gesellschaftlichen Umfeld mitzudenken und mitzugestalten.